Hallihallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Breath of the Wild. Wir stehen immer noch am Vulkan, der uns einfach mal verbrennen will. Und ich habe mir jetzt noch gedacht, oder mir ist jetzt noch eingefallen, vielleicht kriegen wir ja hier in der Nähe vor dem Vulkan irgendwie noch was, was uns vor dem Feuer schützt. Weil ich meine, es gibt auf jeden Fall eine Rüstung im Dorf der Goronnen, die einen vor dem Verbrennen schützt. So, das weiß ich. Aber wir kommen ja nicht mal bis in das Dorf. Und da kam also der Gedanke, wir hatten ja ganz am Anfang, als wir noch da im Startgebiet waren, da hinten irgendwo auf dem Plateau. Da haben wir ja auch die Rüstung bekommen für die kalten Schneeberge, ne? Dass wir da an den Schrein an den Schneebergen kamen. Vielleicht kriegen wir hier irgendwo vor dem Vulkan. Vielleicht gibt es da auch irgendwie jemanden, von dem wir was kaufen können oder von dem wir was kriegen können. Wir können ja mal auf der Karte gucken. Ich hatte ja gesagt, wir haben hier dieses ganze Stück Weg, haben wir ja geskippt. Weil wir ja zu schlau waren und hier direkt hochgeklettert sind. Ich glaube von hier, ne? Von hier sind wir hier rüber geflogen und hier direkt hochgeklettert. Vielleicht ist ja auf diesem ganzen Stück Weg irgendjemand, der sagt, wobei hier brennen wir ja schon. Hier brennen wir ja schon. Hier ist auch Lava. Vielleicht so ab hier. Hier war ja, glaube ich, noch okay. Dass wir hier diesen ganzen Weg mal ablaufen und gucken, ob wir da irgendwie was kriegen. Ansonsten, wie gesagt, muss ich noch mal gucken. Was ist das für ein Schrein? Ach, am Stall. Genau. Ich wollte aber ein bisschen vorher anfangen. Das sieht aus wie ein Dingenslager. Wo ist denn der Weg? Ach, hier unten ist der Weg. Okay, wir gucken mal. Oh, was ist da? Ist das ein Titan? Nicht Titan. Ja, nee, dann will ich da nicht gucken, danke. Lasst uns mal zum Stall fliegen. Warum krabbelt denn dann Wächter rum? Völlig intakter Wächter. Schaffe ich das? Oder stürze ich gleich ab? Oder können wir auf jeden Fall was aufsprengen? Und hier ist auch noch ein Krogrätsel. Ja, gut, dass wir hier rübergeflogen sind. Hallo! Aua! Ich hasse Großschwerter, ne? Bis man da anfängt zu hauen, ist man tot. Mit deinem scheiß Speck. Jetzt geht mir nicht auf den Piss. Oh. Ja, mach ich halt so. Wie werfe ich? So. Tschüss. Alter Verwalter. Der mich jetzt genervt. So. Wir haben hier eine Säule. Und wir haben da eine Säule. Die müssen gleich aussehen. So eine Lücke und so eine Lücke und dann da runter. Okay, jetzt gucken wir mal, ob der von vorne genauso aussieht. Also, nee. Der sieht schon anders aus. Toll. Den kann ich verschieben. Müsstest du dahin.
Nicht? Nee, irgendwie nicht. Warte mal. So, mal so ist der Blick von da. Da haben wir. Alter, dass sie so weit auseinander stehen, ne? Macht mich wahnsinnig. Okay, ihr seid zu dritt nebeneinander hin. Was du? Dritt nebeneinander hinten. Muss ich dich mit darüber nehmen? Rein. Ja. Sehr gut. Ja. Du hast mich entdeckt. Wow. Ja, tschüssi. Ciao, ciao. So, warte mal. Hier war doch noch irgendwo was. Genau, da hinten war noch was zum Aufsprengen. Sag mal. Dann könnten wir ja mal zum Stall. Und da vielleicht mal nachfragen. Dazu war ich zu weit weg. Da mal nachfragen oder mal gucken, ob da vielleicht jemand. Mal! Jemand Ahnung hat. Oh. Gut, dass man nicht wie in früheren Zelda-Teilen und so, ne, dass es heißt, ey, du hast nur 5 Bomben. Mich entdeckt. Hätten wir nämlich hier schon arge Probleme gehabt, wenn mir ständig die Bomben ausgehen. Nee, ich wollte meinen Hammer. So. Ist das so ein Wal? War doch eine Fledermaus. Warte. Warte, warte. Jetzt. Oh, komm noch eine. Oh, tschüss. Feuerflederbeißerflügel. Ist das so ein Wal? Wir hatten doch eine Quest mit der Wale. Und zu weit weg, ne? Speicher es mal. Cool, Exile. Ja, muss ich auch mal machen noch, ne? Nee, warte, beenden ist X. So, von wegen Wahlskelette. Wobei hieß es da nicht, wichtig ist mir, dass der Kopf drauf ist oder so? Oder liegt der Flügel? Egal. Was leuchtet da so rot? Einfach nur eine Flammenschale, ne? Okay. Warte, Pilz. Holz nehmen wir noch mit. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier jemanden finden, mit dem wir reden können. Haben wir noch eine Axt. Hier haben wir Kashiwa wieder. Hier haben wir mein Pferdchen. Hi. Geht's dir gut? Na? Ja, hast du mich vermisst? Lass dich weiter alleine. Guten Abend. Wenn du hier im Stall am Berge Halt machst, bist du wohl auf dem Weg nach Goronia? Ja. Dachte ich mir. Warte mal. Willst du. Oh, wir haben, glaube ich, direkt die richtige angesprochen. Willst du in dem Aufzug nach Goronia? Ja. Deswegen landen Touristen immer wieder in Schwierigkeiten.
Es gibt dort viele steile Klippen und ab der zweiten Etappe ist es so heiß, dass man buchstäblich in Flammen aufgeht. Normalerweise mische ich mich ja nicht ein, aber ich will dich auch nicht in dein Verderben rennen lassen. Tja, ich schätze, dann muss es wohl sein. Mein Brandschutzmedizin, sehr gut, schützt vor diesen extremen Temperaturen und ich kann dir welche verkaufen. Selbst erfahrene Reisende nehmen für den Weg nach Goronia mindestens drei. Eins kostet 60 Rubine, zwei Stück gibt's für 110 und drei bekommst du schon für nur 150 Rubine. Na, interessiert? Gut, hier hast du die Brandschutzmedizin. Okay, eine hält 6 Minuten. Der Brandschutzeffekt Level 1 bewirkt, dass du selbst in der feurigen Umgebung nicht in Flammen aufgehst. Auf dem Todesberg gibt es keinen größeren Segen. Ich würde sagen, damit schaffst du es auf jeden Fall nach Goronia. Guck mal, haben wir direkt die Richtige angesprochen. Perfekt. Glück muss man manchmal haben. Okay. Passt auf. Dann hoffe ich, bringt uns der Trank bis in die Stadt. Und ich hoffe, wir können da dann auch direkt die Rüstung kaufen. Dass wir genug Geld haben. Oder zumindest ein Teil, das uns vielleicht schon mal schützt. Vielleicht reicht eins ja schon. Wir teleportieren wieder auf den Turm. Haben wir nämlich den schon mal erreicht und ein ganzes Stück Weg gespart. Vor allem haben wir den Wächter gespart. Und dann nehmen wir so ein Tränkchen, fliegen direkt los und rennen den Berg hoch. Das müsste doch klappen. So, okay, wir wollen in die Richtung. Da ist der Weg. Ich werde auch unterwegs erstmal alles stehen und liegen lassen, ne? Weil ich weiß nicht, ich meine, das ist ein Stück Weg, ne? Hier rum, hier hoch und hier. Ja. Weil das sollten wir vielleicht mit einem Trank sogar schaffen. So, pass auf. Nee, wartet. Nein. Was sind denn hier die Tränke? Hier. Dann gönnen wir uns mal einen. Und fliegen direkt los. Jetzt sollten wir ja nicht mehr verbrennen. Und wenn wir dann die richtige Ausrüstung haben, dann können wir uns nochmal darum kümmern, hier in Ruhe alles zu erkunden. Hier ist hier irgendwo ein Schrein. Aber da möchte ich jetzt, wie gesagt, nicht nachsuchen. Zum aktuellen Zeitpunkt. Oh Gott. Nee, wartet. Nein. Ah, ich bin doof. Wie ging das? Das Problem ist, ich habe in letzter Zeit spiele ich Dingsensbrumm. Der ist schlau, der Arsch. Weißt du, dann gehe ich weiter. Oh Gott. Gott, ich will einen alles umbringen. Ich spiele den aktuell neuesten Teil von Horizon. Und da ist die Steuerung ein bisschen sehr anders. Dann immer sehr verwirrend. Oh Gott! Ich habe es ja fast befürchtet. Ja, was tue ich denn hier? Wo muss ich lang? Ich komme hier nicht hoch. Zum Glück haben wir den Skill, Leute. Jetzt hätten wir dezente Probleme. Alter.
Alter. Ich hab noch gedacht beim Vorbeilaufen. Na, ob der jetzt nicht aufsteht und uns umbringen will? Südmine. Ui, da sitzt jemand. Hallo? Aber eigentlich habe ich da. Ich habe eigentlich keine Zeit. Ich muss erst ins Dorf. Ich brauche ja Schutz. Ihr seid fleißig am Arbeiten. Das ist sehr schön. Wir haben doch keine Zeit. Drei Minuten haben wir noch. Ins Dorf zu kommen. Ich hoffe, wir warten nicht noch mehr. Unerwartete Probleme auf uns. Das da oben müsste das Eingangstor ins Dorf sein. Hui. Oh, ich weiß noch, dass die Rüstung mega scheiße aussieht. Weil die so klobig ist, weil die uns ja vor der Flamme schützen muss. Die so richtig fett gepolstert. Ach du Kacke! Och nö! Jetzt hätten wir nicht genug Probleme. Au! Steh auf! Link! Steh doch auf! Explodiert der Vulkan! Das ist nicht das Tor, ey. Bleiben wir noch? Zwei Minuten. Aber da ist das Tor. Schrein in der Nähe. Oh. Das klingt dir nicht gut. Das ist der Titan. Ja. Oh, jetzt kriegen wir einen besseren Blick auf ihn. Oh, ihn euch an. Unser dritter Titan. Eidechse. Da habe ich auch null Plan mehr, was in ihr für einen Spaß auf uns wartet, ne? Diese massiven Dinger, ne? Kann ich bitte weiterlaufen? Ich hab noch zwei Minuten Hitzeschutz. Guten Tag. Darf ich zum Chef? Goronia. Beziehungsweise erstmal zum Shop. Da, Klamottenshop. Guten Tag. Hi. Komm ruhig rein. Da ist die Kleidung. Okay, können wir uns was leisten? 700, ja. Anti-Feuerhose, ja, perfekt. Und? 600. Das geht ja vom Preis her. 2000 der Helm, alter Verwalter. Okay, wir nehmen mal die Hose. Ja. Alter, Anti-Feuerhose. Dafür bekomme ich 700 Rubine. Ja, das nehme ich. Dankeschön. Danke. Die würde ich dann auch gerne direkt einmal anziehen. Reicht die jetzt schon? Ich hoffe, wenn ich das ganze Set brauche. Na? Du hast das Vergnügen, im Rüstungslager Muckimarkt zu stehen. Wie kann ich denn dir helfen? Kann ich was verkaufen? Was möchtest du denn verkaufen? Ja, das weiß ich noch nicht. Warte. Erstmal sortieren wir bitte. Und dann gucken wir mal. Also. Lebensmittel erstmal nicht. Hier die Sachen auch nicht. Die brauchen wir dann für eventuelle Tränke. Wir könnten mal ein paar Feuersteine verkaufen. Die benutze ich eh so gut wie nie. Dann machen wir so, dass ich 10 noch habe, also 21. Dafür gebe ich dir 105 Rubine. Okay. Alles gut, alles gut.
Bitte noch was verkaufen. Ja, und zwar habe ich ganz viele Bernsteine. Da können wir auch mal so 18 Stück von verkaufen. Vielleicht können wir uns dann ja gleich noch ein zweites Kleidungsset-Ding kaufen. Leisten. Dafür nehme ich 540 Rubin. Okay. So, dann haben wir noch ganz viele Leuchtisteine. Da können wir auch welche von verkaufen. Und zwar auch mal 16 Stück. Oh, 1120 Rubine. Okay. Wunderbar. Sieht doch gut aus. Wir haben Geld. Hiervon können wir... Aber ihr bringt nichts, ne? Quatsch. Den ganzen anderen Krempel, den würde ich gerne behalten. Mein Essen auch. Ansonsten habe ich, glaube ich, nichts, was ich verkaufen möchte. Haben wir von irgendwas unglaublich viel. Salz. Bringt aber auch überhaupt kein Geld. Ne. Und Klamotten möchte ich nicht verkaufen. Kann ich sonst noch was tun? Ja, wo bin ich hier eigentlich? Wie du siehst, ist das hier ein Rüstungsladen. Wir Goronnen tragen eigentlich keine Kleidung, aber den Touristen verkaufen wir feuerresistente Rüstung. Vor allem in den Antifeuerhose kann ich empfehlen. Die habe ich doch schon. Liebevoll gefertigt aus unserem heimischen Edelstein. Sie ist äußerst feuerresistent. Probier sie doch einfach mal an. Modekenner aus aller Welt werden dich beneiden. Kann ich noch was, sonst noch was für dich tun oder so? Nee. Okay, komm bald wieder. So. Da haben wir schon mal die Feuerhose. Wir könnten uns jetzt noch die Feuerjacke gönnen. Helm finde ich eh pottenhässlich. Brauchen wir nicht. So. Wunderbar. Da hätte ja ein Trank gereicht. Hätte ich mich gar nicht so abhetzen müssen. Na gut. So, perfekt. Damit sind wir doch schon mal ein bisschen besser ausgestattet für die Umgebung hier. Dann können wir uns jetzt ja in Ruhe umgucken, wo denn der Schrein ist. Du siehst aber nicht aus, als hättest du Feuerrüstung an, Kangis. Ja, ich habe schon viel erlebt. Aber diese brennende Hitze ist wirklich brutal. Ohne Brandschutzmedizin würde ich sterben. Ach so, okay. So geht auch. Ich glaube nicht, dass ich hier malen kann. Ich werde diese Landschaft später aus der Erinnerung zeichnen. Na hallo, so sieht man sich wieder. Bist du auch auf der Reise? Ja. Ich war schon in allen Ecken von Hyrule. Also kann ich dir vielleicht ein paar interessante Orte empfehlen. Wenn du mir ein Bild zeigen willst, dann nur zu. Okay. Na, mal gucken. Das ist Schloss Hyrule. Und der Wald von Hyrule im Norden. Ja. Wenn man von einer Anhöhe südöstlich des Waldes hinabblickt, müsste man diese Landschaft sehen können. Okay. Hinten fliegt auf jeden Fall der Vogel. Apropos, weit im Süden von hier befindet sich der Stall des Waldes. Süden. Im Norden des Stalls soll ein Hügel mit einer prächtigen Aussicht liegen. Tut mir leid, mehr weiß ich darüber auch. Okay. Mal eben gucken. Also im Süden von hier. Ein Stall. Der hier? Oder ist hier dann noch ein Stall? Wahrscheinlich ist das in diesem Gebiet. Irgendwo hier wahrscheinlich. Weil wenn man sieht ja das Schloss. Man sieht den Fohlen im Hintergrund fliegen, der ja hier rumflog. Da kann ich mir vorstellen, dass das hier irgendwo vielleicht war. Naja, werden wir bestimmt auch noch finden. Ich wollte den Schrein suchen. Lucy, das Geräusch hat abgeklungen. Hallo, wohnt hier jemand? Schreibt das eine Wöhnung, ne? Können wir was looten? Ja, nicht so aus. Guck mal, wenn das die Betten sind, ne? Ist doch nicht gemütlich. Aber gut. Goronnen sind halt aus Stein. Seht ihr den Schrein? Da oben. Da ist er.
Auf dem Berg. Ja, wunderbar. Aber ich sehe gerade... Oh, gib, gib, gib. Kann ich dich fangen? Oh, weg. Ich sehe gerade, dass wir schon wieder am Ende der Folge angekommen sind. Wir haben es erfolgreich nach Goronia geschafft. Und in 2 Sekunden... Mal gucken. Aber wir sind safe, ne? Wir sind safe. Ja, Gott sei Dank. Oh, das war aber auch ein Akt jetzt. Wir sind auf jeden Fall im Dorf angekommen. Wir werden dann in der nächsten Folge hier mal mit dem Chef reden und gucken, was denn so das Problem ist. Das Dorf noch ein bisschen erkunden, den Schrein noch machen. Also wir haben jetzt noch ein bisschen wieder was zu tun. Ich bedanke mich dann an dieser Stelle wie immer fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüsselü!